Ich glaube, die Merlin telefoniert. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Waffe für Zelda gefunden mit so einem violetten Siegel. Das heißt, hier müssen wir erst alle Waffen freischalten, dann das Masterschwert hochleveln auf Maximum, also beziehungsweise 15.000 Gegner mit dem Masterschwert töten und dann können wir anfangen, diese Waffen hier quasi auch hochzuleveln. Ja, genau. Damit einem nicht langweilig wird. Genau. Nee, warte mal. Ich würde nämlich auch gern einen von den alten Degen behalten. Nicht, dass man die irgendwie nochmal brauchen würde, aber ich habe einfach gern einen von jeder Art so. Auch die veralteten sammle ich da gerne. Deswegen passe ich da immer auf, bis ich den besten alten behalte. Ich will den besten alten behalten. Königliche Kapuze für die Feen haben wir gefunden. Und wir sind Forscher. Hä? 100 oder mehr Itemkarten verwenden. Hä? Forscher. Na gut. So. Die Mission noch. Und dann können wir endlich die letzte Waffe freischalten. Und dann sind wir auf der Map hier fertig. Also wir sind nicht wirklich fertig. Theoretisch gibt es hier noch Millionen Sachen. Aber dann sind wir hier erstmal fertig. Genau. Eisring. Pfeil. Mit dem Feuerring. Da ist er. Okay, wenn wir hier Arang schaffen würden, könnten wir einen Herzcontainer für Ruto freischalten. Dann würde ich die auch nehmen. Da brocke ich uns wieder was ein. Aber gut, versuchen wir es. Hoffentlich ist es keine so riesige, epische Superschlacht wie die letzten beiden jetzt da. Hoffentlich ist es sowas wie hier, töte 500 Gegner, löse das Rätsel. Oder hau die 5 Feldmarschalle kaputt und fertig. Na, sieht aus wie eine richtige Mission. Naja, schauen wir, dass wir dich so schnell wie möglich lösen. Fangen wir gleich mal mit dir an. Die Moblins hier finde ich immer super. Die kann man so leicht besiegen, finde ich. Also deren Angriffe kann man so leicht ausweichen und kann die so schön kontern. Das finde ich immer toll. Weil dadurch kann man auch allen anderen in ihrer Nähe immer super viel Schaden verursachen bei denen. Also quasi. Wo kommt denn der auf einmal her? Ich dachte, wir hätten es jetzt hier. Verdammt doch mal. Das ist einer. Wir müssen jetzt wieder die 3 Feldmarschall da besiegen. Wie so oft. Ich verstehe. Den ersten haben wir hier. Der zweite ist gefährlich nah an unserem Hauptquartier. Ich glaube, da müssen wir relativ schnell hin. Aber den würde ich jetzt gern vorher noch besiegen. Und dann hoffe ich einfach, dass nicht wieder irgendwo Blumen spawnen oder irgendwas anderes Nerviges. Lana ist in Gefahr. Ah, come on. Ich glaube, wir müssen da schnell hin. Ich glaube, der hält mir zu viel aus. Das dauert zu lang. Okay, gehen wir schnell in unser Hauptquartier. Oh, sie ist auch in Gefahr. Warte mal. Was? Verdammt. Lana wurde vertrieben. Wir sind nicht Game Over. Okay, das ist gut.
Oft ist es ja so. Aber sie ist anscheinend nicht wichtig. Impa ist auch wieder so gut wie unsterblich, leider. Mal schauen, ob wir das schaffen mit ihr. Ansonsten, ich habe freie Charakterwahl. Ich kann ja theoretisch nehmen, wen ich will. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann starte ich nochmal mit Link und dann marschiert der einfach durch. Dann nehmen wir Epona und dann wird er einfach durchgaloppiert. Und dann sind alle einfach instant sofort kaputt. Aber jetzt versuchen wir es mal, ob es Ruto schafft. Das wäre cool. Nur allein, dass sie die Level vertragen könnte, die man hier kriegt. Aber ich glaube, ich muss jetzt ins Hauptquartier. Das ist echt immer blöd. Ich kann immer nur alle ein bisschen ankratzen und muss dann schon wieder weiterlaufen. Weil jetzt wird hier unser Hauptquartier direkt angegriffen und das ist doof. Unsere Truppen haben leider auch gerade noch niedrige Moral zusätzlich. Das ist doppelt blöd. Die sind eh schon nutzlos. Aber wenn die jetzt auch noch eine niedrige Moral haben, sind die quasi überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen gehen wir lieber mal in unser Hauptquartier und schauen mal, was wir hier machen können. Eigenartigste Art, sich fortzubewegen ever, wie ein Schwebedelfin-Rochenqualle. Ja, genau, wie eine Schwebedelfin-Rochenqualle. Das stimmt. Das ist wirklich komisch. Ich verstehe auch nicht, warum die in der Luft schwimmen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil das kann sie auch im Spiel nicht. Und wo kommt das ganze Wasser her? Aber was noch seltsamer ist, ist, warum hat sie eine Silberschuppe? Die Silberschuppe ist ein Artefakt, das kriegt Link von den Zoras geschenkt, damit er unter Wasser länger atmen kann. Aber Zoras können von Haus aus unter Wasser atmen. Die haben Kiemen, die brauchen keine Silberschuppe. Das ist explizit was, das die für, also nicht selbst benutzen müssen. Warum? Und warum sollte sie damit irgendwie besser kämpfen können noch dazu? Das macht alles keinen Sinn. Die schwimmt an Land und benutzt irgendwie ein Item, mit dem Hylianer länger unter Wasser atmen können oder länger die Luft anhalten können. Um zu kämpfen. What? Aber ja, gut. Ich meine, der Charakter in Ocarina of Time, die einzige Rolle, die sie hat, also ich meine, sie ist eine der sieben Weisen und so und voll super, aber im Endeffekt lässt sie sich die ganze Zeit nur von Link rumtragen und ist quasi sowas wie der Cube aus Portal. Im Grunde ist sie wie der Companion Cube aus Portal. Man trägt sie rum und man redet mit ihr und sie ist ein Charakter, aber gleichzeitig ein Objekt, um Rätsel zu lösen. Das ist im Grunde sie. Wie soll man den Charakter sinnvoll in so ein Kampfspiel hier einbauen? Das ist schon okay. Da waren sie halt kreativ tätig. Das stimmt, sie ist wirklich der... Sie ist quasi der Vorgänger vom Companion Cube. Das passt ziemlich gut. Das ist witzig. Nur, dass der Companion Cube sympathischer ist. Ich habe nichts gegen den Charakter an sich. Ich finde die ganz cool. Aber in dieser Mission, in der man sie rumtragen muss, in diesem Tempel, im Bauch von Lord Yabu, das ist so nervig, ey. Sie ist so nervig da. Ich habe den Dungeon gehasst.
Und diese vier hier, die hält auch so viel aus. Unsere Basis wird aber gerade nicht attackiert. Das ist gut. Die Kämpfe finden hier auf dem Feld statt. Okay, wunderbar. Meine Güte. Wofür machen wir das alles gleich nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube für eine Waffe, oder? Oder ein Outfit? Nee, ich glaube es ist eine Waffe. Aber erst in der nächsten Mission, nicht in der hier. Die letzte Waffe auf dieser Map, ja genau. Dann haben wir nämlich alle Standardwaffen. Nee, stimmt nicht ganz. Ich glaube, der Toon Link, der kriegt noch eine Waffe auf der Wind Waker Map, wenn mich nicht alles täuscht. Und drei Charaktere fehlen uns noch. Die A Link Between Two Worlds Charaktere sind das. Ah nee, stimmt nicht ganz. Die Zelda, die es noch gibt, die Toon Zelda ist von Spirit Tracks eher. Mächtig ist sie schon, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Ich meine, das ist ja witzig. In diesen Warrior-Spielen, da gibt es ja in vielen Ablegern den absurdesten Quatsch. Das darf man nicht so ernst nehmen. Aber es ist witzig, wie keinen Sinn das macht. Aber ist das nicht bei Pokémon im Endeffekt das Gleiche? Beim Ur-Pokémon bei Rot und Blau habe ich mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber spätestens als sie dann im Pokémon Stadion in 3D dargestellt wurden und die Goldinis und so, die Fische plötzlich in der Luft schwebend dastanden, einfach, als ob sie fliegen könnten, fand ich auch schon sehr seltsam. Im Grunde ist das hier so ziemlich das gleiche Phänomen. Oh nein, unser Hauptquartier wird schon wieder irgendwie fernattackiert von irgendwas. Ah, wie lange schon? Habe ich es schon übersehen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich weiß. Ich glaube, es sind nur zwei Blumen, die wir diesmal umhauen müssen. Hoffentlich. Ich sehe nämlich nur zwei auf der Karte. Ich hoffe, das sind dann auch wirklich alle. Okay. Oder drei. Muss ich mal schauen. An einem kommen wir eh zwangsläufig vorbei. So, vor uns ist definitiv eine, aber ist da auch eine drin? Ja, ist sie tatsächlich. Gut, dass ich geguckt habe. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Und Blume Nummer 3. Und das waren sie alle sehr gut. Das Bombardement hat beendet ich. Ja. Wer den Krieg gewinnt, kann auch Grammatik neu definieren. Hi, das ist der Drillgun. Hallo, wie geht's? Hoff gut. Okay, dann. Yeah.
Auf zum Hauptquartier. Wer ist denn unser Boss heute? Ah, Sheik. Die erkenne ich schon an der Kamerafahrt am Anfang. Bei den neueren Pokémon-Teilen sollte es nicht geben, dessen Weiterentwicklung ein Hochhaus ist. Nur noch absurd. Ja, nicht ganz, aber in dem ganz neuen Pokémon-Teil haben die ja immer diese Giga-Entwicklungen. Diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Spiel heißen. Aber da werden sie gigantisch groß. Und eins davon, wenn das ganz groß viziert, dann wirklich ziemlich aus wie ein Hochhaus. Das stimmt. Das ist jetzt nicht so, dass da Leute drin wohnen oder irgendwas. Aber es sieht optisch schon so aus wie ein Wolkenkratzer. Ja. Davor ist es, glaube ich, einfach nur so ein großes Eisviech und dann ist es plötzlich ein Haus. Genau die Dynamax-Formen, das meine ich. So, nur noch einmal Sheik kaputt machen. Dann haben wir die Mission auch schon gemeistert. Hey, und vielleicht sogar mit Gold, denke ich mir gerade. Wir haben ziemlich viele Kills. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so lange gebraucht. Das passt eigentlich. Und Schaden haben wir auch nicht viel genommen. Das müsste schon passen. Du bist ein Sheik. Schnell! Oh Gott! What is happening? Ich verstehe nichts mehr. Ich umkreis die dauernd irgendwie. Okay, irgendwie ist gerade, glaube ich, die Kamera jetzt ernsthaft kaputt gerade. Das war jetzt echt weird gerade kurz. Es ist alles wieder gut. Alles wieder gut. Sheik, komm zu mir. Jetzt komm schon, die hält so viel aus. Das ist so irre. Wo? Mist, das ist wieder passiert. Stahl-Pokémon ist es. Ah ja, genau. Auf jeden Fall so ein weißes, großes Ding. Ich kann mich erinnern, ich hab's vor Augen, aber ich weiß nicht mehr genau. Yes, na also. Dankeschön. So, cool. Das war gar nicht so schwer. Das ging echt viel besser, als ich dachte. Dafür, dass sie gerade mal Level, wie viel, 24 war oder sowas. Ziemlich cool. Die haut rein. Herzcontain haben wir erhalten. Den haben wir uns verdient. Also sie sich. Und wir uns. Er sich. Und es sich. Und jeder sich. Und überhaupt. Nicht. Okay, dankeschön. Ah ja, stimmt, eine goldene Skulpkulle haben wir auch noch gefunden. Nice. So, jetzt kommt die Mission, auf die wir so lange hingearbeitet haben. Jetzt brauchen wir aber erst noch eine Harfe und wahrscheinlich noch irgendwas. Die Lyra der Göttin. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf jeder Map einen Kampf gegen Ganon, den großen Monster Ganon.
Und dann hat man die Karte quasi offiziell durchgespielt irgendwie. Das könnten wir noch suchen, aber nee. Nee. So wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. Genau, du da. Ah ja, jetzt muss ich noch eine Bombe kaufen. Ausgezeichnet. Und jetzt können wir hier mit Prinzessin Zelda eine neue Waffe freischalten, wenn wir unser Tutorium verteidigen. Yes! Wir haben Glück. Nehmen wir sie mal im Skyward Sword Design, weil das hatten wir noch nicht. Wir haben Glück. Wir haben Glück. Denn ich darf einen zweiten Charakter wählen. Und jetzt nehme ich einfach Link mit Epona. Und jetzt reiten wir einfach alles nieder. Die Mission ist quasi schon geschafft. Das wird easy und cool. Und ich habe sogar noch Zelda und kann wechseln, wenn ich schnell irgendwo anders sein muss. Zelda ist auch nicht total nutzlos. Die ist, glaube ich, ganz gut hochgelevelt mittlerweile. Nach der letzten Mission dürfte die jetzt, glaube ich, ganz cool sein. Los geht's. Wo bin ich? Ah, da bin ich. Level up! Ich habe gerade eine Krabbelmine gesehen. Die sollten wir vielleicht gleich kaputt machen. Weil irgendwie auf dumme Ideen kommt hier. Das ist schon halt nochmal gleich was ganz was anderes, wenn man hier mit Epona durchmarschiert. Durchgaloppiert, besser gesagt. Jetzt erober ich das kurz, aber dann muss ich, glaube ich, immer auf Zelda wechseln, weil die da unten was verteidigen muss. Aber erst erobern wir das hier. Na komm, Kommandant. Her mit dir. Weg mit dir. Oh, da unten drüben ist eine Krabbelmine. Das habe ich ganz übersehen. Aber nicht in unserer Basis, oder? Nee. Trotzdem sollte ich mich beeilen. Na komm, die schaffen wir doch. Schaffen wir die noch? Nee, schaffen wir nicht mehr. Ich versuche es trotzdem. Nee, keine Chance. So schon gleich gar nicht, Zelda. Was machst du denn? Na super. Und wir den gleich wieder zurückerobern hier. Zum Glück war es nicht unser Hauptquartier. Ja, Zelda haut mittlerweile auch ziemlich rein. Das ist cool. Was ist los? Dann ist es halt Sekiro durchgespielt, also nicht ganz, aber schon irgendwie. Was ist mit Sekiro durchgespielt, also nicht ganz, aber schon irgendwie? Das ist das, was ich gemacht habe, quasi. Ich habe es meiner Meinung nach durchgespielt. Da mag der letzte Boss was anderes behaupten, aber der ist mir wurscht. Ich glaube, da kommt die nächste Krabbelmine. Die können wir gleich abfangen hier. Gleichzeitig unseren frisch eroberten Raum hier verteidigen.
Ach, wenn ich die eine Map hier auslasse, wenn ich die Ganondorf-Map hier auslasse. Naja, mein Ziel ist ja jetzt aktuell nur, dass wir Charaktere, Waffen und Kleidungsstücke, Kostüme freischalten. Das ist mal das Wichtigste. Die Maps quasi vollständig abschließen kann man ja dann immer noch. Theoretisch, wenn das Spiel einem, also wenn mir das Spiel so lange Spaß macht, gäbe es theoretisch Content für, ich glaube wirklich an die 1000 Stunden. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich schau mal schnell. How long to beat ist nicht immer sehr zuverlässig. Die Zahlen, die da angezeigt werden, weichen teilweise stark vom persönlichen Spiel im Dauerdingens ab. Aber es ist immer ein guter Richtwert. How long to beat Hyrule Warriors Definitive Edition. Schauen wir mal. Also die sagen jetzt hier Completionist, wenn man es wirklich komplett vervollständigen will, zu 100%, 343 Stunden. Allerdings haben das bis jetzt nur sehr wenige eingetragen. 5 Einträge gibt es da erstes. Da kann man sich also wirklich nicht drauf verlassen. Der schnellste behauptet 309 Stunden. Der langsamste 350 Stunden. Jetzt ist natürlich dann wieder die Frage, was heißt Completionist? Weil wenn ich zum Beispiel alle Feen noch irgendwie auf maximal leveln will. Aber ich glaube nicht, dass das dazu zählt, weil das wäre wirklich crazy. Aber ich meine, theoretisch könnte man das noch mit reinrechnen. Und dann ist es wirklich bescheuert. Aber gut, 300-400 Stunden wäre man beschäftigt, wenn man will. Also da geht einem der Content nicht so schnell aus. Deswegen will ich mich auch erstmal auf die 50-100 Stunden konzentrieren, die mir wichtig sind. Und dann schaue ich weiter, ob ich noch weiterspielen will. Komm, stirb. Haben wir schon zufällig eine Feuerfee irgendwo gefunden? Nee, oder? Dann erobern wir den Raum ohne Fee. Die paar Herzen, die ich hier verliere, das ist nicht der Rede wert, glaube ich. Aber jetzt sollte schon schön langsam der Kommandant bitte kommen. Da ist er, schnell. Okay, passt schon. Bisschen haben wir was abgekriegt, aber das war abzusehen. Ah, hier bräuchten wir Zelda. Dann könnte die hier einen Schatz öffnen. Dann lauf dahin, bitte. Du musst eh hier, glaube ich, was verteidigen, schnell. Und was für ein Riesentrupp hier gerade unterwegs ist, mein Gott. Oder war, jetzt ist er nicht mehr ganz so groß. Einen haben wir noch. Ein Lichtpfeil schießen wir noch rein in die Menge. So. Warum ist denn die Moral unserer Truppen so schlecht? Wir hauen hier irgendwie zentnerweise die Gegner um und die sind am Heulen, unsere Leute. Vielleicht deswegen. Vielleicht haben sie gemerkt, dass sie in Wirklichkeit komplett nutzlos sind im Vergleich zu den Heldencharakteren. Alle, die keine Energieleiste haben, haben jetzt einfach echt eine schlechte Moral, weil sie verstanden haben, wie das Spiel funktioniert. Kann ich verstehen. Ihr seid die Red Shirts quasi. Sorry, Leute. Aber ich versuche so viel wie möglich von euch zu retten. Indirekt. Okay, was wollte ich eigentlich? Ah ja, genau, ich kann mich erinnern. Aber jetzt erobere ich das da mal. Das blinkt so. Ich glaube, das ist ein Missionsziel. Hallo! Capri-Sonne, wie geht's? Aus Passau, oder? Okay, ich mache mal meine X-Attacke. Genau. Cool.
Und wie ist die Lage in Passau? Steht das Oberhaus noch? Oder hat es eine Überschwemmung letztendlich doch geschafft, es wegzuspülen? Wenn es mal so weit ist, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme als das Oberhaus. Filiana wohl eher Heuliana. Sick burn. Geht so bei mir jetzt erstmal Homeoffice auf unbestimmte Zeit angesagt. Ja, ich bin ja quasi dauernd im Homeoffice. Insofern, für mich ändert sich zum Glück gar nichts. Und wie geht's dir mit Homeoffice? Da gibt's ja, ist ja quasi, das gibt so zwei Lager. Manche können damit überhaupt nicht umgehen. Ich kann es auch verstehen, weil man halt vielleicht doch Arbeitsplatz und Privatleben trennen will. Ich bin echt froh, dass ich ein eigenes Büro habe, in dem ich aufnehme und streame und so weiter. Weil das ist schon was anderes. Wenn ich hier drin sitze, ist das was anderes, als wenn ich im Wohnzimmer sitze. Es ist zwar das gleiche Haus, aber einfach ein anderer Ort. Genau, und andere finden Sim richtig cool. So wie ich eigentlich, aber eben auch nur mit eigenem Büro. Sonst eher nicht. Ich habe ja am Anfang auch meine YouTube-Videos im Wohnzimmer immer gemacht und das ist schon auf Dauer doof. Da bin ich schon froh jetzt. Klopapier ist auch hier heiß begehrt. Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht, warum die Leute so viel Klopapier brauchen. Hey, es ist übrigens total witzig und interessant, weil es gibt anscheinend von den Ländern her sehr große Unterschiede an dem, was gehortet wird. In Deutschland sind eben Nudeln und Klopapier sehr begehrt. Und in Frankreich zum Beispiel sind vor allem Wein und Kondome ständig ausverkauft. Also, da muss man schon mal echt sagen, mein Gott, wie lame sind wir eigentlich, oder? Die Franzosen wissen, auf was es ankommt. Wir sitzen da mit unseren Nudeln und unserem Klopapier und die haben Wein und Kondome auf Vorrat. Das macht viel mehr Sinn. Was braucht man denn wirklich, wenn die Apokalypse kommt? Also wirklich. Und in Holland geht es anscheinend mit den Coffeeshops ziemlich ab. Die kaufen Gras ohne Ende. Auch das macht voll Sinn. Wenn man den ganzen Tag daheim sitzt und nicht raus kann, dann ist der ideale Zeitpunkt zum Einrauchen ohne Ende. Perfekt. Und in vielen asiatischen Ländern, habe ich zufällig mitbekommen, ist die Switch ziemlich gut am Verkaufen. Die kaufen sich halt jetzt quasi Konsolen, Videospielgeräte. Auch das ist natürlich super sinnvoll. Ich finde, alles ist besser als Klopapier und Nudeln. Alles ist sinnvoller als Klopapier und Nudeln von den aufgezählten Sachen jetzt. Du warst ja auch früher in der Neustifter Gegend unterwegs. Ja, ja, genau. Doch, da bin ich auch zur Schule gegangen sogar. Und so. New Pan City. Hab auch nur Wein und Bier gehortet. Na, Wein und Bier kann man immer brauchen. Das kann man immer horten, finde ich. Da muss keine Pandemie umgehen. Das ist immer gut. Sind wir den Briten ziemlich ähnlich. Die hatten auch Klopapier. Ah ja, gut, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt erobere ich das noch. Aber dann dürften wir eh, dann weiß ich gar nicht mehr, was muss ich denn noch machen? Ach, das Hauptquartier ist schon offen. Na dann. Dann erobere ich wirklich nur noch schnell das hier und dann erobern wir das Hauptquartier. Nicht, dass wir zu lange brauchen, sonst kriegen wir keinen A-Rang und das wäre doof, weil wir brauchen einen A-Rang. Ja. Diddle 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 dim.
Okay, los geht's. Das nehmen wir mit. Dann auf zum Finale. Warum regnet's da? Der ist in der Höhle. Ich hab's genau gesehen. Drama Queen. So, den überreiten wir einfach. Sehr schön. MPK, genau. In Gang Wars früher hieß auch so unser Clan damals. Stimmt. Ganondorf bringt sein eigenes Wetter mit, das stimmt. Sogar in Höhlen hinein. Ta-ta-ta-ta. So, das ist die letzte Waffe auf dieser Map, die wir freischalten können. Wir haben es geschafft. Yes. Gang Wars war auch so ein Phänomen. Also zumindest in unserer Bubble damals. Ich weiß nicht, ob man das allgemein gekannt hat, ob das wirklich so erfolgreich war. Im Grunde so ein Browserspiel, so ein textbasiertes Browserspiel, in dem man einfach seinen Gangster hochlevelt und Städte überfällt. Also nicht Städte, sondern Orte in Städten, um Schutzgeld zu erpressen und so weiter. Mit Online-Funktionen und man muss sich dann battlen mit anderen um Schutzgelder und so. Aus heutiger Sicht ziemlich doof und rudimentär, aber wir haben uns früher Wecker gestellt und sind mitten in der Nacht aufgestanden, damit wir rechtzeitig unseren nächsten Skill hochleveln können und lauter so Sachen. Damit könnte man heute keinen Blumentopf mehr gewinnen mit sowas, glaube ich. Okay. Ach, schau mal. Da oben steht jetzt sogar geschafft auf der Karte, weil ich, glaube ich, alle Waffen gefunden habe. Okay, cool. Dann erkläre ich die Map hiermit für beendet. Naja, nicht wirklich. Zu 53% ist sie beendet. Das muss reichen. Das ist über die Hälfte. Aufgerundet haben wir quasi gewonnen. So. Wie spät ist es denn jetzt? Ja, eine machen wir noch. Das große weite Meer. Die Wind Waker Map. 7% habe ich da auch schon ein bisschen angefangen. Ich bin dann hängen geblieben, weil ich brauche jetzt entweder so eine Frucht hier. Die Früchte müssen wir freischalten, bitte. Das machen wir entweder hier oder hier. Was müssen wir denn hier machen? Besiege innerhalb des Zeitlimits 300 Feinde. Das klingt gut. Das machen wir. Gang Wars gibt es immer noch, so wie es aussieht. Ah ja, ich habe mitbekommen, die haben irgendwann dann mal auf so kleine private Server umgestellt und so ein Abo-Modell irgendwann mal angefangen. Ach ja, genau, die große Fee, Leute, die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das machen wir jetzt zum Finale noch schnell. Hallo, Princess Nadi, wie geht's? Hallo. Okay, die große Fee schauen wir uns noch an, weil die ist so super weird. Ah, ich muss noch mal kurz zurückgehen, weil es gibt für irgendeinen Charakter hier einen Herzcontainer oder sowas. Für Captain Tetra ist das wahrscheinlich. Okay. Los geht's. Mir geht's auch gut, dankeschön. So, ich nehme wieder die Breath of the Wild Zelda. Moment mal, Zelda nehmen wir gar nicht, wir nehmen Link. Dann nehme ich den Breath of the Wild Link mit der großen Fee und Captain Tetra. Ich hoffe, das ist richtig. Könnte auch... Nee, könnte nicht. Wird schon passen. Ist das die beste Waffe, die sie hat? Ich glaube schon so ziemlich. Okay, Königssäbel. Los geht's. Wahrscheinlich der letzte Kampf für heute. Mal schauen, vielleicht machen wir dann noch einen. Einen noch, vielleicht. Mal schauen. Je nachdem, wie lange der jetzt dauert.
Okay, die große Fee, genau. Also, erstens ist die super lahmarschig. Zweitens ist die riesig. Und drittens ist die eine Waffe für Link. Ist aber irgendwie offensichtlich ein eigener Charakter, oder? Irgendwie. Vor allem hat die Link in einem Glas dabei, in einer Flasche. Was natürlich nett ist, weil Link die ganze Zeit Feen in Flaschen fängt. Und jetzt wird der Spieß mal umgedreht. Aber, what the fuck? Haben sie sich dabei gedacht? Ich finde es ja super, aber nur weil es super bescheuert ist. So, König Dodongo. Der ist bei Link oben. Dann wechsle ich da mal schnell hin. Ach so, Quatsch, ich bin Link. Captain Tetra. Ah, Mist. Ich mach lieber hier weiter. Suchen wir uns einen neuen Gegnerhaufen. Sie ist ein Squid. Was, sie ist ein Squid wegen den Zöpfen? Hm. Hat ein bisschen wenig Tentakel, aber ja. Warum nicht? Manchmal lassen wir Link aus dem Glas, um irgendwelche Spezialangriffe durchzuführen. Wenn er brav ist. Manchmal werfen wir den Mond auf die Erde, weil... Warum denn nicht? Wir sind die motherfucking große Fee, ey. Wir können machen, was wir wollen. Wenn sie nur nicht so lahmarschig wäre. Oh Mann, ey. So, kommen wir mal Captain Tetra zur Hilfe. Ach so, wir haben schon 300 Gegner besiegt. Oh, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Cool, wir haben es geschafft. Das war plötzlich. Also, ich muss sagen, dass Dragon Quest Heroes Dragon Quest besser umsetzt als Hyrule Warriors das Zelda-Universum. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich mag trotzdem... Also, Hyrule Warriors ist schon eins meiner Lieblings-Warrior-Spiele. Ich habe nicht sehr viele gespielt, aber von denen, die ich gespielt habe, ist das einfach von den Mechaniken her das Komplexeste. Und es kommt auch mir auch am... erst noch relativ gut gepolished vor, aber teilweise sind die Umsetzungen schon absurd, ja. Das stimmt. Ist aber teilweise auch echt schwierig umzusetzen. Sie sieht zwar hübsch aus, bewegt sich aber wie eine Omi. Ja. Ich meine, die ist wahrscheinlich auch ein paar tausend Jahre alt, wenn es reicht. Der Gang-Squid-Clan. Die großen Feen waren schon immer irgendwie creepy und seltsam. Bei den N64 großen Feen hatte ich damals sogar echt ein bisschen Angst. Die haben auch immer so verrückt gelacht. Und guck mal, guckt euch mal Link an. Der guckt, der ist, der hat Panik. Der Horror, in der Flasche zu sein. Für den ist das kein Spaß, die sind kein Team. Der ist ganz klein Gefangener. Holy shit. That's creepy. Naja. So kannst du manchmal gehen. Ich habe eher vor dem Breath of the Wild Feen Angst. Ja, das kann ich verstehen. Die sind auch ziemlich weird. So, jetzt müssen wir die Mission hier, das ist wirklich gemein. Wir müssen jetzt die Mission hier erst meistern, damit wir eine Birne kriegen. Dann können wir die Möwe mit der Birne füttern und dann kriegen wir erst die Belohnung. Dann müssen wir es nochmal machen, um das Outfit freizuschalten. Das ist mies. Was müssen wir denn machen? K.O.-Wettstreit. Den machen wir noch, der geht schnell. Das machen wir.
Er schaut wie die Feen Wind Waker. Oh ja, stimmt. Die armen Wind Waker-Feen. Die haben mir echt immer leid getan. Die sehen auch alles andere als glücklich aus, wenn man die eingefangen hat. In den N64-Teilen sind die wenigstens so gesichtslos. Da hat man nicht so viel Empathie. Da denkt man sich, denen geht's gut in dem Glas. Aber die Wind Waker-Feen sind so traurig. Und so niedlich. Mit ihren großen Augen. Nicht nett. Was hat er jetzt davon? Ha! Okay. Wir müssen jetzt irgendwie in einer gewissen Zeit mehr Gegner töten als irgendwer anders oder so. In der Regel sind die Wedge-Streits relativ leicht auf Dauer. Ich weiß jetzt nicht, ob die große Fee hier die richtige Entscheidung war. Ich meine, die haut super rein, aber braucht halt eine Viertelstunde, bis sie von A nach B gekommen ist. Ah, das kriegen wir schon hin. Legen wir mal darüber, wo Linkel ist. Und hauen mal alle. Boah, das ist wirklich ein bisschen sehr lahmarschig, ne? Ich will mal anderen. Warum mache ich denn immer den gleichen Move? Ich will mal was anderes sehen. Okay. Welches Schwert haben wir da? Wer macht so riesige Schwerter? Das Big Goron-Schwert. Oh, da ist eine riesige Horde gespawnt. Oh, und alle sind explodiert. Gerade war es noch ungefähr Gleichstand. Jetzt führen wir mit 360 zu 120 Kills. Das ist natürlich nicht schlecht. Da haben wir den richtigen Move zur richtigen Zeit gemacht. Naja, suchen wir uns ein neues Kampfrudel. Gegnerrudel. Aber ich glaube, unsere Gegner haben Probleme, das aufzuholen, denke ich. Oh, da hinten. Da müssen wir den Mond reinwerfen. Nein, nicht zu dir. Geh weg, lass mich. Den will ich. Ja, einmal Mond bitte. Das gibt Kills. 116 Kills auf einen Mond. Das ist natürlich nicht schlecht. Also ich finde sie eher süßarschig. Was? Ach, wie... okay. Ich würde gern wissen, wie dieser Bomben-Move geht, den ich vorher gerade gemacht habe. Weil der war echt gut. Gegen so Gegnerrudel. Wahrscheinlich viermal. Wahrscheinlich B-B-B-B-Y war es vielleicht. Ich versuch's nochmal. Wartet mal. 3, 4 und... Ne, einmal nur? Ist es einmal? Ne, einmal ist das mit dem Schwert. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Bomben geht. Moment mal. Vielleicht einfach nur Y. Ne, scheinbar auch nicht. Ich glaube, ich werfe dir mal einfach den Mond drauf. Ich glaube, das ist cool. Mal schauen, wie er drauf reagiert. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Dafür, dass in Twilight, in Majora's Mask die Welt untergeht, tut das Ding nicht so viel. Aber es ist auch ein kleiner Mond im Vergleich. Muss man schon sagen. Greift, das sehe ich jetzt erst. Die greift mit dem Schwert sogar Link an. Der muss ausweichen und alles. Das ist... Die ist crazy. Die ist total wahnsinnig.
Ich finde die witzig. Ja, das ist... Mir fehlen die Worte. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Wollen wir den Wettstreit einfach beenden? Das ist ja... Ich glaube, ich loot noch ein bisschen. Oh, wir können ihren... Das will ich noch sehen. Ihren Super-Magie-Super-Move. Gucken wir uns mal ein Opfer. Du kommst mir gerade recht. Aha. Na dann, haben wir das auch gesehen. Nicht ganz so spektakulär. Spektakulär. Naja, witzig. Und die sind noch nicht upgraded. Stimmt, wir müssen die eigentlich noch hochleveln, also noch ausbauen, weil wir ja noch gar nicht alle Moves, alle Kombos, die sie theoretisch könnte, können. Da würde mich schon interessieren, was die noch kann. Ja, die ist aber schon krass. Meine Güte. Die ist halt wirklich... Die ist, glaube ich, wirklich die langsamste Figur im ganzen Spiel, so ziemlich. Aber dafür haut die auch unglaublich rein. Also gerade wenn es um Crowd Control geht, ist das schon irre. Was die macht. Die armen kleinen Skelette. Die werden so weggehauen. Die Rache der Flaschenvieh ist das, genau. Oh, da liegt so viel Loot. Schnell! Flieg doch schneller! Du blöde Vieh! Da kriegen wir noch ein bisschen was. Ja. Ja, gut. Oh, da hinten wäre ein Silbersäckchen. Yes. Ausgezeichnet. Gefühlt ist die große Fee Ganondorf im Cosplay. Das kann schon sein. Eine Ganondorf-Drag-Queen-Version oder so. Warum nicht? Interessant. Hey, danke fürs Followen. Eduardo. Freut mich. Jetzt haben wir endlich die Putt-Putt-Frucht. Die können wir ab jetzt auch nachkaufen. Die brauchen wir hier nämlich verdammt oft. Mit dem kann man jetzt nämlich Möwen bezirzen. Und dann zeigen sie einem, wo tolle Schätze versteckt sind. Aber ich glaube, wir machen jetzt Schluss für heute. So. Ich mag nicht mehr. Gute Nacht zusammen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Und, Freitag, 12 Uhr mittags geht's los mit dem 24-Stunden-Stream. Das wird so crazy. Ich hoffe, dass ich genug Spiele zusammengekriegt habe, dass uns die Spiele nicht ausgehen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen durch die PS4 und PlayStation-Shops dieser Welt so ein bisschen durchschauen. Und dann finden wir schon was Cooles. Also dann, bis dann. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.